Also zur Startaufstellung ist es alles angerichtet. Almut, herzlich willkommen dir hier oben. Du hast den Weg geschafft. So weit ist er nicht, ne? Nee, zum Glück ist das Stadion gut konzipiert für den Wechsel vom Spielfeld oben auf den Kommentatorenplatz. Sehr gut, so soll es sein. Angenehme Temperaturen haben wir hier um die 15 Grad, würde ich fast sagen. Pullover, dicke Jacke brauchen wir noch nicht. Das geht alles. Also Rasen sehr ordentlich. Auch dein Blick von unten sieht gut aus. Ja, ist angerichtet für ein spannendes und auch ein schnelles Spiel. Darauf hoffen wir und freuen uns. Es kann losgehen. Und hier sehen wir das Spielgerät, ist auch außergewöhnlich. Die Heimnation darf den Ball wählen. Also es ist nicht wie beim Turnier, dass jede Mannschaft mit Adidas spielt, sondern es ist hier der Puma-Ball. Und das ist ein Vorteil für die Österreicherinnen, die den eher gewohnt sind. Ja, natürlich mehr am Tor. Degen mit dem ersten Abschluss und der war schon brandgefährlich. Selina Degen aus der Defensive heraus, die Spielerin des ersten FC Köln. Nasenbeinbruch, deshalb hat sie die Maske um. Aber das ist schon so ein Ball, der nicht passieren darf. Naja, vor allem eigentlich das, was Degen macht. Degen drängt sich an ihrer Gegenspielerin vorbei, ist vor Sjoke Nüsken am Ball und Sjoke Nüsken muss sich vor. Da Bremen mittlerweile wieder zurück nach Österreich gekommen, spielt für die Austria. Soll dort mit ihrer großen Erfahrung aus Deutschland helfen. Dorsun gegen Kempe. Kempe! 1-0 Österreich! Ei. Die 9. Spielminute. Und Österreich führt. Und es macht eine Spielerin, die beim SC Freiburg spielt. Und hier schauen wir jetzt nochmal genau drauf. Sarah Dorsun wird von Keppel angegangen. Hätte noch Möglichkeiten gehabt, vielleicht auch ins Zentrum zu gehen. Aber dann ist es ein bisschen Glück, dass er hier wieder vor die Beine springt, gemeinsam dort mit Kathi Hendrich. In der Aktion sieht man einfach den Willen, den Irine Fuhrmann auch schon vorher angesprochen hat. Wir müssen es richtig wollen gegen Deutschland. Und Kempel hat sich da einfach zweimal hintereinander bei so einem 50-50-Ball durchgesetzt und sich das Tor erarbeitet. Aber da müssen wir auch drüber sprechen, sowas darf im Aufbauspiel dann nicht passieren. Ist einfach, ich habe schon ein, zwei Türme drin. Gerade Schichtel ragt da heraus mit ihren 1,85. Da kann keine Deutsche mithalten. Und das ist das 2-0. Und er sagt, das ist nicht zu glauben. Aileen Kempel müsste es gewesen sein zum Zweiten. Und Manuela Zinsberger, die hat bisher noch nichts zu tun. Sie feiern sie. Doppelpack der Freiburgerin. Das geht richtig ins deutsche Herz. Keine, noch eine Viertelstunde, die wir auf der Uhr haben. 0-2 zurück. Kein Abseits. Kempel kann sich da zwischen Oberdorf und Hendrich frei rausbewegen. Merle Frohms hat dann aus der Distanz keine Chance mehr. Ja, perfekter Ball von Barbara Dunst. Genauso zwischen Abwehr und Torhüterin zu spielen, dass niemand direkt rankommt. Sie kommt mit dem Bewegungsvorteil zum Tor. Das ist immer schwierig für die Verteidigerin. Und sie hat dann genau den richtigen Moment, um hochzusteigen und dem Ball auch noch dann Geschwindigkeit mitzugeben. Und sie steigt natürlich auch. Dann energisch hoch, aus dem Lauf heraus, ne, so da rein. Also, was soll man sagen? Perfekt gespielt von den Österreicherinnen. Aber ja, die Deutschen müssen jetzt zusehen, dass sie sich einschwören, dass sie sich in die Partie hineinkämpfen. Vielleicht ist es auch eine Lösung, dass sie jetzt ins höhere Pressing gehen, um Fehler durchgesetzt. Nüsken, erster Abschluss, zumindest für die deutsche Mannschaft, 21. Minute, kein Problem für Manuela Zinsberger, aber das sind jetzt diese kleinen Momente, an denen sie sich aufbauen müssen, vor allen Dingen vorne bleiben, nicht wieder zurückschieben lassen, nicht wieder in die Defensive gehen, sondern wirklich möglichst früh versuchen, den Ball jetzt wieder zurück zur kopfballstarke Trio. Und da kommt er auch hin. Diesmal war Nüsken, Schüller, Oberdorf, Lohmann, vier vor sich, Nüsken, ja, immerhin zweiter Abschluss auch von Sjoke Nüsken, der zweite für die deutsche Mannschaft überhaupt.
Der erste in der 21. Minute. Der gefährlich, ganz gefährlich, aber wenn sie nicht ausrutscht. Wenn sie nicht ausrutscht, Eileen Kempel. Bühl, jetzt mal gut. Mit nachgegangen, Nüsken. Nochmal Bühl, auf den rechten, jawohl! Geht doch! 39. Der Anschluss ist da. Clara Bühl, den hat sie sich vorher gut geholt, gut erarbeitet. Und da sah man auch so ein bisschen die Wut, glaube ich, mit dem Boch. Definitiv. Da hat Clara Bühl einfach mal gesagt, jetzt gib mir diesen Ball, dieses Spielgerät. Ich hau den in die Masche und hau mal meinen Frust daraus. Da war ein bisschen Gewühle und sie ist aber standhaft geblieben. Und auch hier eigentlich erst die falsche Entscheidung von Nüsken und Clara Bühl kann dann profitieren und das ist ihre Stärke. Sie ist beidfüßig, sie kann abziehen aus der zweiten Reihe und dann ist auch mal einfach so ein präziser Schuss drin, um den Anschlusstreffer zu generieren. Guter Zeitpunkt vor der Halbzeitpause. Wichtiger Zeitpunkt sehr auch. Wichtiger, absolut. Positives Erlebnis. 21. Treffer für Clara Bühl in der Nationalmannschaft. Dorf. Rocella kann trotzdem noch da zum Abschluss kommen. Was das für ein Winkel. Mähle Froms. Mann! Darf schön. Nie im Leben passieren. Aber schön rumgezogen an der Gegenspielerin vorbei. Aber Merle Frums da mit guten Stellungen. Vierte Ecke, Österreich, wieder Dunst. Schichtel, Degenwas, die hochgeht. Ganz klar. Momentum, den Ball abzuschließen. Bisher gefühlt das einzige Positive, der Abschlusstreffer von Clara Bühl. 2. Stimmt auf die Sekunde genau. Tess Olofsson mit dem Anpfiff für die zweite Hälfte. Scheint Thorst Rubisch vielleicht die richtigen Worte gefunden zu haben, dass mehr Engagement auf den Platz kommt. Eben auch noch mal intensiv gesprochen. Nüsken, jawohl, 2-2, wieder Clara Bühl. Als hätte es Almut Schulz schon an der Mittellinie gesehen. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es war eine andere Spannung in den Aktionen und wenn das dann so endet, bitte mehr davon. Sehr gut, bester Auftakt, so kann man sich's nur wünschen. Wieder über die linke Seite gekommen. Freigang, die dann den Schritt mal schneller war und den ersten Kontakt sucht. Und dann wieder Bühl. Ja, aber so einfach so kann es sein. Einmal rübergelegt. Und auch wieder trockener Abschluss von Clara Bühl. Diesmal mit ihrem linken Fuß, sie ist einfach beidfüßig. Große Qualität von ihr. Und auch, dass Laura Freigang da wegbleibt. Sie ist nämlich in der Abseitsposition. Es ist die Frage, ob man sie da als passiv einschätzen kann, aber es gibt keinen VAR, deswegen wird es nicht überprüft und das Tor zählt. Absolut. Könnte man jetzt ganz platt wieder sagen, Einwechslung hat sich schon gelohnt von Laura Freigang. Der Weg war sehr, sehr richtig und so sehen wir ihn. Jawohl, das will er sehen, das will er haben. Horst Rubesch hat intensiv mit Laura Freigang, bevor es hier in der zweiten Hälfte wieder losging, gesprochen. Und jetzt will er mehr. Genau da anknüpfen und weitermachen. Henshaw. Da fehlt ein bisschen was. Brenner Henshaw mit dem Versuch, sie ja auch schon. Stark gerade die Balleroberung des deutschen Teams. Toller Pass von Nüsken. Und Laura Freigang kriegt den Elfmeter. Ich bin mir nicht sicher, ob zu Recht. Das gucken wir uns nochmal an, weil Laura Freigang viel zu viel überlegt, was sie denn machen soll. Den Ticken zu viel nachgedacht noch auf Freigang, aber vielleicht belegen die Bilder gleich auch noch mal was anderes. Aber aus der Entfernung gesagt hätte ich tendenziell gesagt, das ist keiner. Manuela Zitzberger, Freigang will rübergehen. Ja. Julie Gwynn, es ist egal, auch im zweiten Anlauf. Richtig stark von ihr, da die Nerven zu behalten. Geht wieder voran, die Kapitänsbinde um den Arm. 3-2 Deutschland. Ja, richtig
gut geschossener Elfmeter, präzise in die Ecke. Manuel Zinsberger ahnt zwar die richtige Richtung, aber kann da nichts machen. Hier sieht man es nochmal richtig schön. Souverän von Juliak Bin. Super. Und man muss sagen, gute Einwechslung mit Laura Freigang. Elfmeter rausgeholt und auch in der Einleitung vom Ausgleichstor vom 2-2 beteiligt. Vieles richtig gemacht. Vieles richtig gemacht. Daumen hoch von... Schulze, Solano, Gwen from Sai. Einmal durchatmen. Also abschreiben sollte man hier die Österreicherin heute Abend auch noch nicht. Laura Feiersinger mit der ersten scharfen Hereingabe in die Mitte. Gwen. Bisschen anders gedacht, glaube ich. Nicht ganz sauber, aber kann noch was gehen im Nachgang. Oberdorf, Zinsberger. Gute Variante. Haben sie Oberdorf komplett vergessen im Rückraum. War zwar, glaube ich, nicht so sauber ausgespielt wie gewollt, aber der lange Wechsel, der lange Ball an den zweiten Pfosten, der kam perfekt. Also diesmal Feiersinger und auch Degen. Oberdorf gar nicht mehr auf dem Schirm. Zinsberger ordentlich. Ja, aus dem Winkel ist es natürlich auch schwieriger, ein Tor zu erzielen, aber Zinsberger hält ihn sehr gut. Und wenn man das weiß, dass man auch am zweiten Pfosten mal aus dem Blickfeld gerät, dann muss man das als deutsche Mannschaft dann nutzen. Die Meter, macht die Wege. Gwen. Nochmal Gwen. Ah, schwer zu nehmen für Lea Schüller, aber auf engstem Raum dran geblieben. Laura Freigang, Julie Gwen. Nicht einfach dafür Lea Schüller. Ja, auch da mal ein bisschen standhaft geblieben, ein gutes Zusammenspiel und auch von Julia Gwin mal mit richtig Zug reingespielt. Leider war Lea Schüller schon einen Meter zu weit nach vorn gelaufen und konnte ihn nur noch aus der versuchten Rückwärtsbewegung irgendwie Richtung Tor bringen. Ich brauche kein Déjà-vu der ersten Halbzeit. Absolut nicht. Schüller jetzt mal mit Platz vor sich. Rechts ist Jule Brandt. Guter Ball. Freigang. Kein Abseits. Manuela Zinsberger. Also Laura Freigang macht das seit ihrer Einwechslung richtig gut. Bei den entscheidenden Momenten immer dabei. Richtige Entscheidungen, richtige Wege. Sarah Linda und Schüller, die mal den Platz bekommt. Tempo geht aus dem Rückraum mit heraus. Das Spiel mal vor sich hat. Kein Abseits. Verena Henshaw hat es, glaube ich, aufgehoben. Super Ball von Lea Schüller. Genau im richtigen Moment reingesteckt. Und den kann man dann auch mal rein. Kempel bleibt standhaft da. Hätte sie auch nehmen können. Kempel, Oberdorf. Wichtig. Klarer Kopf jetzt genau auf die Situation. Da sind sie wirklich gefährlich. Barbara Dohlenstrups. Durchatmen. Die drei Punkte jetzt. Dunst. Henshaw. Villa verpasst den Ball. Und das war's. Tess Olofsson. Ja, tiefes Durchatmen bei Horst Rubesch. Das hat man gerade gesehen als Reaktion. Deutschland gewinnt 3-2 gegen Österreich.